Diese Dashcam-Aufnahmen einer Polizeistreife haben in den USA eine neue Diskussion zum Thema Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst. Das neu veröffentlichte Video zeigt den schwarzen Teenager Lacan McDonald auf der Straße. Die Polizeistreife nähert sich von hinten. Ohne Vorwarnung wird der junge Mann erschossen, mit 16 Schuss, teilweise in den Rücken. Nun wurde der Schütze wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt, als erster Polizist in der Geschichte Chicagos. Es ist der weiße Beamte Jason Van Dyke, der schon früher durch exzessive Gewalt aufgefallen war. Ein Jahr lang hatte er darauf beharrt, aus Notwehr gehandelt zu haben. Nun hat das Armaturenbrett-Video alle Zweifel an der Schwere von Van Dykes Tat beseitigt. Nach der Veröffentlichung des Videos strömten hunderte Demonstranten in die Innenstadt. Chicagos Bürgermeister rief zu Ruhe und Besonnenheit auf.